Einen wunderschönen sonnigen Nachmittag wünschen wir, also zumindest bei uns sieht es so aus. Wir melden uns wieder mal von der Großes Gewächsverkostungsfront mit der ersten ganz großen Großes Gewächsverkostung des Jahres. Wir haben, ich glaube, insgesamt sind es 61 Weine aus der Pfalz, von der Mosel, aus Rheinhessen und ein bisschen nahe haben wir dabei. Hinter mir ist jetzt die Anja, ihr kennt sie noch vom letzten Jahr. Wir fangen jetzt auch gerade ganz ohne große Umschweife an. Bist du soweit? Haben wir Ja, schon aviniert eigentlich? ich schon. Ich nicht, glaube ich. Lass mich mal kurz avinieren. Gib mir mal ein Stück. Danke. Oh, jetzt sind wir schlecht vorbereitet. Ach komm. Das ist das erste Mal im Sind Jahr. wir bereit? Das zweite Mal im Jahr. Ja. 23887. Also, für die, die es noch nicht kennen, es sieht so aus. Alle Weine, die wir jetzt in der Probe haben, hab ich schon mal probiert. Im Extremfall sogar schon zweimal. Das hier ist jetzt die Nachprobe. Jetzt sind die Weine nach Punktnoten aufsteigend sortiert. Einfach, weil man da besser erkennen kann, passt der Wein rein, ist er besser, ist er schlechter. Wollte ich sonst noch was sagen? Das kann ich ja dann noch einschieben. Floral. Ja, pflanzlich. Auch. Wirklich was Florales, stimmt. Ja, sowas schwer, schwer duftendes. Es stimmt. Das ist wirklich, wirklich ein schwerer Blumenduft. Geht fast in Richtung Lilien. Ja, das ist ein bisschen gedeckt. Das heißt, strahlt nicht so richtig, sondern so ein bisschen zu gedeckt. Es wirkt recht reif, süßlich, hat einen ordentlichen Restzucker. Also, beschreibst du zur Säure? Na, die ist schon präsent, gell? Die steht vorsichtshalber gar nicht drin. Also das Ja, auch hat man so ein sehr oft dieses bisschen Jahr, dass. neben dem Wein. Also sie Ja. sticht im Moment. Das liegt auch daran, dass dem Wein so ein bisschen die letzte Tiefe fehlt. Ja. Ich finde ihn etwas besser, als er gerade dasteht. Das ist ein bisschen arg streng. Ja, aber auch nicht sehr viel. Ja, schon klar. Aber das haben sie dieses Jahr wirklich oft. Eine wirklich irre Säure, fast wie 2010. Manchmal sogar wirkt es fast schärfer als 2010. Und man ist ja richtig bissig. So, das ist die Erkenntnis aus Wiesbaden. Oder schon vorher? Naja, schon auch von all den anderen Weinen, die man vorher probiert hat. Also die Säure ist oft schon sehr präsent. Ja, und es ist ein bisschen rau. Der Gerbstoff, der ist auch recht häufig dieses Jahr. Und wie gesagt, es fehlt ein bisschen die letzte Tiefe. Ja. Aber ein bisschen besser ist. Wird auch ein bisschen halten. Aber wahrscheinlich kann man schon relativ früh trinken. Aber schauen wir trotzdem. Mitte 2017. Gut. So, da gibst du mir jetzt fünf Jahre, Ja, gute 6 Jahre. Ja, gut, ab Mitte was ja gute jetzt fünf. nicht sehr viel ist. Also, weil bei dem Wein habe ich mich schon gefragt, wo entwickelt er sich hin? Ja, das ist halt das. Ist so von der Frucht her und allem ist es schon ein Hauch entwickelt. Ja, das ist ein bisschen weiter, das ist ein bisschen reifer, das ist so an der Grenze zur Weicher. Überreife und so, ist ein bisschen weich trotz dieser massiven Säure. Das ist die Frage, wo das hingeht. Ich möchte es also nicht ewig empfehlen und dann steht man da und schaut blöd. Ja. Ich denke, das ist schon ganz okay. Okay, was hatten wir? Hast du den Ding schon raus, den Ausgießer schon Ja, rausgezogen? habe ich, habe Ah, ich. sehr gut. Ah, das ist das Niersteiner Pettental vom Rappenhof aus Rheinhessen. Wir sagen den Jahrgang jetzt nur dann dazu, wenn es mal nicht 2015 ist. Kommt in ein oder zwei Fällen vor, aber fast alles ist 2015. Gut. 2 3 9 2 9 8. Das ist sehr gut.
Was? Dann kriegst du auch Wein. Ach so, dass du das Glas kriegst, meinst du? So. Auch ein bisschen gedeckt. Vegetabil und nussig. Und wirklich ein bisschen Vanille drin. Ja, mich erinnert es an fast Möhren. Was? Möhren, Karotten. Ach, Möhren, nicht Möhre. Nein. Auch wieder floral. Ja, das ist halt wirklich dieser Wurzelgemüseton, den hat er schon. Ja, Vanille, auch etwas Buttriges in der Nase. So, ja, ein bisschen Nussbutter. Ja, haben wir es wieder. Das ist auch wieder eine ziemlich knackige, zitronige Säure. Dafür ist die Frucht eher weich, dann auch ein bisschen so zugedeckt, gerbstoffig. Da kommt auch dieses Wurzelgemüse wieder recht deutlich raus, das Wurzelgemüse. Ja, ich habe aber auch schwarz-weiße Mineralik. Ich würde es fast als weißer Pfeffer bezeichnen. Pfeffrig steht auch drin. Aber das kann man ja konkretisieren. Ja, das ist sehr auffällig bei dem Wein. Er ist besser zusammengesetzt als der andere aus von meinem Empfinden. Ja? Ja. Dafür fehlt es ihm aber auch wieder an Tiefe. Ich meine, das hat spürbar. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, das hat spürbar Alkohol. Aber hinten raus, so sehr viel kommt da nimmer. Deshalb steht er da. Ich glaube auch, dass er da ganz gut steht. Also nicht, dass das keine Substanz hätte und eine gewisse Struktur und so mehr. Wir jammern ja jetzt nicht auf niedrigstem Niveau. Aber für ein GG müsste es eigentlich noch ein bisschen nachdrücklicher und ein bisschen strahlender sein. Es ist wieder Rheinhessen, es ist Westhofen Kirchspiel von Gröbe. Da bleibt dann ein bisschen hart da hinten, aber aromatisch kommt nicht mehr sehr viel. 2, 3, 8, 8, 9, 7. Ah ja, das willst du es ja nicht sehen. Nee. Ist wirklich ein bisschen warm in der Nase. Nussig, getrocknet, vegetabil, fast ein bisschen tabakig. Aber auch geschliffener Ja, du schreibst leicht pilzig. Kannst du das nachvollziehen? Für mich ist das ziemlich deutlich. Ja, auf jeden Fall. So, sogar getrocknet pilzig. Ja, genau. Wieder so ein Hauch Vanille. Ach so, jetzt habe ich es. Okay. Ja, das ist auch im Mund relativ warm und schmelzig. Schon an der Grenze zur Überreife wirkt es fast. Ein bisschen Wärme in den Alkohol. Ja. Bisschen hält da etwas Salziges dagegen, um es nicht ganz so weich. Das stimmt. Ja, es hat auch Griff. Es ist relativ viel Gerbstoff, der noch ein bisschen trocken und sandig wirkt. Aber natürlich auch für ein bisschen Griff und Rückgrat sorgt. Richtig. Die Frage ist, reicht es schon für 8 oder nicht? Also ich sehe ihn auf jeden Fall besser als die anderen. Ja, ist auch länger. Ja. Ich kann auch damit leben. Okay. Gut. Was haben wir? Ah. Die staatliche Weinbaudomäne Oppenheim, Nackenheimer, Rothenberg. Jetzt sind wir wieder in Rheinhessen. 239297.
Okay, ganz, also deutlich kühler als Ja, die. und aber auch wieder so ein bisschen zugedeckt wirkend. Man glaubt immer so, Ja, die Phenole Gerbstoff, schon zu ja, riechen, ne? genau, richtig. Jetzt was Erdiges drin, wieder so ein bisschen getrocknetes Wurzelgemüse. Es hat einen Hauch rustikal. Wieder spürbar Restzucker, aber wieder straffe Säure. Ziemlich hefig wirkt es auch noch. Die Säure Schwierig im kommt mit Luft Moment. stärker als am Anfang. Ja, der hat sich eher zurückgezogen jetzt mit Luft, habe ich so den Eindruck. Denn die Säure war vorhin, so wie es jetzt in der Beschreibung drin steht, nicht so präsent. Und es kommt jetzt deutlich und die Frucht geht zurück. Das Gedeckte ist schon sehr auffällig im Moment. Also kein guter Zeitpunkt. Aber man merkt auch schon, dass man diese hohe Säure mit viel Zucker hat puffern wollen. Es ist schon süß auch. Ist noch nicht ganz zusammengesetzt. Aber auch das ist länger als die ersten Weine. Auch da neige ich fast dazu, acht zu geben. Tut mir jetzt schwer. Also ich verkoste ihn zum ersten Mal jetzt. Ja, mir geht es auch vor allem um die Länge. Weil er hinten raus halt doch noch einmal ordentlich zieht, würde ich es ihm geben. Ich glaube, dass sich das ganz, ganz anständig entwickelt. Wenn auch immer ein bisschen rau bleiben wird. Aber da ist wenigstens Substanz. Aha, das ist wieder Gröbe. Dieses Mal Westhofener Aulerde. Zwei, drei, neun, zwei, drei, drei. Kann es sein, dass wir jetzt nur Rheinhessen hatten, so die ersten Geschichten? Schon, ne? Ja, sieht so aus. Der wirkt recht herb. Und eher kühl. Kühl, etwas leiser in seinem Auftritt, Stimmt, genau. weniger floral. Aber auch etwas feiner. Das sind wir jetzt aber nicht in Rheinhessen. Deutet Tiefe an. Bisschen Kandis. Interessanterweise, ich habe in der Nase was Milchiges drinstehen, das ich fast nicht mehr finde, aber am Gaumen habe ich es wieder. Bisschen Kandis, auch ein bisschen Süße. Das Metallische, das da drin steht, finde ich aber auch wieder. Aber es ist wirklich ein deutlich leiserer Typ. Leiser, feiner. Du schreibst hier trocknend, sandiger Gerbstoff. Mir gefällt der Gerbstoff sehr gut. Das hat sich auch deutlich besser eingebunden. Das war offensichtlich viel störender, als es jetzt ist. Also ein bisschen sandig ist es schon noch. Aber es sorgt ja dafür Griff, ne? Ja, richtig. Dieser Griff ist sehr schön bei dem Wein. Ja, das reicht auch nicht, gell? Acht oder neun? Ich würde ihm sogar, also ich meine, er wird sehr gut reifen, der wird gut zusammengesetzt. Ich würde ihm die 9 geben. Glaube ich auch.
Der wird wirklich reichen. Der bleibt ziemlich kompakt hinten. Und dann Richtig. zieht er schon noch mal anständig an. Und er straft sich ja jetzt auch mit der Luft. Ich habe jetzt geguckt, du hast ihn, der ist von heute. Lass mich sehen. 5.9. Nee, gestern. Ah, okay. Das ist Mosel. Nein. Das ist die Pfalz. Ist echt Pfalz? Das schmeckt so hell. Okay. Also so leichtfüßiger. Ja. Hätte ich jetzt. Erstaunlich. Ich weiß nur weder hier noch dort, wo ich es hinstecken muss, um ehrlich zu sein. Aber egal, gut ist es. Also, Auflösung. Tada. Ah, okay, Münzberg. Ah, das hatte ich nicht am Schirm. Das ist der Gotha Rammsteiner Münzberg von Münzberg. Südpfalz. Ja, das ist tatsächlich immer ein bisschen heller da unten, also bei denen. Ja. Hatte ich nicht am Schirm. Ich kann nicht gewusst, dass ich den auch dabei hatte. 238829. Aber das ist schön. Der erste Irrtum des Jahres ist doch schon mal ganz. Kann schon nichts mehr passieren. Das wirkt reifer, ein bisschen kandierter. Oh ja. Da sind wir wieder in Rheinhessen. Mhm. Aber auch etwas gedeckter. Ja, steht ja auch drin. Ein bisschen Tabak. Ja. Finde ich super, du schreibst hier Tarnnadeln. Ja, es hat sowas Harziges. Total wieder, ja. Ja. Eher ruhig, ein bisschen süß, ein bisschen gedeckt. Ein bisschen altmodischer Stil ist das. Ja. Das Rappenhof, oder? Ja. Ja, das ist noch so ein Relikt. Ja. Drückt nochmal nach. Einen gewissen Druck hat er. Ja. Was mir auch ganz gut gefällt, ist, dass er dann so ist an der Gaumenmitte oder so einen relativ frischen pflanzlichen Ton, so ein bisschen ganz frisches grünes Gemüse, also überhaupt nicht unangenehm. Ja, eigener Stil. Ich kann damit leben mit den 88. Ja, es ist auf seine Art, ist das gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ein bisschen altmodisch auf jeden Fall. Also aber das ist guter Wein. Locker. Also ja, für mehr fehlt ein bisschen die Tiefe, meiner Ansicht nach. Naja, dann. Wir müssen nochmal oben reinstellen bei 89, nur zur weiß ich nicht. Nur zur Prüfung. Also wir können es natürlich gerne tun. Er ist seit heute offen, wie ich gesehen habe. Also, dann gebe ihm doch nochmal eine Chance, dann stell ihn bei 89 nochmal rein und wir schauen es uns einfach nochmal an. Keinen Platz mehr bei 89. Nein, das du merkst dir das verdammt. Also gut, 238899. Manchmal ist es ja so, dass ein Wein einfach einen besseren Gegner braucht, einfach oder einen guten Gegner braucht, damit man sieht, kommt er mit oder kommt er nicht mit. Die Chance sollte man ihm dann schon geben. Das ist relativ hoch für euch. Und der wirkt sehr gedeckt. Ja, und so deutlich getrocknet, vegetabil. Kommen die Pilze auch wieder. So ganz leicht zerfahren in der Nase. Ein Mund. Also, ich glaube, wir haben hier keine gute Flasche. Das kann natürlich schon sein. So ganz leicht, er wirkt schon sehr gedeckt. Ja, es spricht dafür, dass er eindeutig nachgelassen hat jetzt. Haben wir eine Konter bestimmt?
Das kann ich jetzt auswendig nicht sagen, das kann ich immer nachschauen. Ja, sehr 238899. Ja, gibt's. okay, also dann. Stelle ich zurück, schreibe ich mir morgen nochmal die Konto an. Aber wir können ihn ja auch die Säure steht so Ja, neben das dem ist alles ein bisschen Salz, so es ist nebeneinander und alles so. das hat auch abgestumpft jetzt mit der Luft. Es kann wirklich sein, dass das ein Schleicher. Das heißt, das gibt's in der nächsten Runde nochmal. Dann habe ich 238811. So, welke Blüten? Fast ein Hauch Gummi. Ja. Ja, und Laub, so ein bisschen was Welkes ist da drin. Ja, das stimmt. Das Laub ist sehr deutlich. Herbstwein. Ja, schon. Ja, aber das haben sie manchmal dieses Jahr. Also die Basisweine öfter als die großen Gewächse. Aber dieses etwas Welkende gibt es relativ häufig dieses Jahr. Wobei ich finde auch so eine frische Seite, also auch in der Nase schon, da ist noch etwas Kühles dabei. Das Das stimmt. Ja, steht auch drin. Es ist wirklich zweiseitig. Der hat Schliff. Auch so einen eher hellen Charakter. Also der kann die 8 auch auf jeden Fall, finde ich. Du Auf nicht? jeden, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist ein ganz anderer Charakter oder ein eigener Charakter. Ist das jetzt falsch? Genau, viel Biss, das schreibst du ja schon. Ja, kann man fast dann mehr. Hat ein ganz leichtes Bitter. So ein bisschen diesen jahrgangstypischen, leicht anbieternden Gerbstoff hat er schon. Aber es hat schon Substanz, Zug, Biss. Ich finde, er ist kompakt gebaut. Was ich da hinten ein bisschen habe? Kakao. So Das ein käme. dunkles. Schmeckt ein bisschen nach Holzausbau. Durch diese Kakaonote. Okay. Sehr gut. Ja. Ah, das ist das Weingut. Fitzritter mit dem Dürckheimer Michelsberg. 239073. Sehr unrhythmisch vorgesehen. Die Nummer. 239073. Ist das unrhythmisch? Ja, Rhythmisch? schon. Wird ein bisschen Okay. gedeckt. Vegetabil. Der hat was Schwarzbeeriges. Ja, ich war jetzt gerade, dass er so was Kleinflorales ist, so kleine Blüten, aber schwarze Beeren auf jeden Fall. Ja, und Ananas, das ist schon auch drin. Habe ich nicht oft dieses Jahr Ananastöne, aber der hat's. Bisschen Nüsse habe ich in der Nase. Ganz anderer Stil, hat überhaupt keinen Zucker. Schlank, herb. Die Säure. Ja. Das ist halt,
Das ist ziemlich schlank. Das hat einen Malzgerbstoff, der auch ein bisschen trocknet. Richtig. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Säure noch deutlicher rauskommt. Dieses Raue und diese Säure, das ergänzt sich offensichtlich. Kalter Stil, schreibst du, trifft es. Wird auch ganz kalt, ne? Im Bergsee. Ja, ist wirklich total kalt. Hat schon Salz. Und dieses kleine Schon gut. Bergflorale, wie auch immer man das nennen mag, das hat er auch am Gaumen. Also die Punkte reichen nicht. Dir zu wenig, obwohl er im Moment noch ein bisschen karg daherkommt. Ist das nur unserem Geschmack geschuldet, weil wir diese fruchtarmen Weine eigentlich mögen? Unsere Naja, also ich, Champagner-Schnauzen, oder ist das, oder ist er, ja, kann er wirklich mehr? also er steht, er ist lang, ziemlich rauer. Das empfinde ich jetzt nicht so Naja. als sehr rau. Ich finde es, ja, muss reifen. Also so ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich kann mir das natürlich auch einfach morgen Aber nochmal anschauen. sag, warum, was fehlt dir? Oder was? Es wirkt halt einfach noch ein bisschen spröde durch diesen doch deutlichen Gerbstoff. Du sagst ja selber, dass die Säure sehr auffällig ist. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob er Und genug ich weiß Background nicht. hat. Das kann man dann zwar wieder sagen, ja, erst propagieren wir die knochentrockenen Weine und dann haben wir doch was dran auszusetzen, aber so ist es halt, wenn dann die letzte Substanz fehlt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gib mir nochmal. Naja, im Glas, wenn du mir dein Glas gibst, So, möchtest Entschuldigung. du Nein, dann. nein, 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 Genau. nein. Ich will es ja nicht sehen. Nicht, dass mir das nicht sympathisch wäre alles. Aber ich will halt verhindern, mich dadurch Ja. so beeinflussen zu lassen, dass ich ihn höher werde, auch wenn es vielleicht nicht verdient. Er ist leiser als alle anderen, aber er ist lang. Naja, er hat schon Zug und Griff auch. Ja, das ist recht. Wir geben ihm den einen mehr. Sag bloß nicht, ich habe einen Punkt. Ja, aber du nimmst einen großen Schluck und dann merkst du schon, dass er Saft halt auch hat. Okay, einverstanden. Ah, das ist irgendwie ein neuer Stil bei Philipp Kuhn. Das ist Zeller Schwarzer Herrgott. Er hat dieses Jahr wirklich kompromisslos alles furztrocken ausgebaut. Ich glaube, alles unter 2 oder so. Früher waren das immer ein bisschen so die dickeren, die gefälligeren Weine. Das ist vorbei. Das hat 12,5 Alkohol und ist furztrocken. Also grundsätzlich ist das ja eine Entwicklung, die mir gefällt. So ist das ja nicht. 2386 99. Man hat da einen eigenen Charakter. Das war nicht immer so. Genau, das finde ich jetzt. Nuss. Ist gedeckt. Floral, weiß, floral. Auch unser Zuckengemüse, was im positiven Sinne. Ja. So ein bisschen Suppengrün ist drin. Aber frisch ist. Sowas ist überhaupt nicht negativ. Das macht Weine oft zu unheimlich guten Essensbegleitern, wenn sie nicht so knallfruchtig sind, sondern mehr auf der vegetabilen Seite, solange es nicht unreif ist. Ganz anders, total ruhig. Ja, es ist ruhig und es hat was Fröhliches. Der andere war so ein dunkler Wein, ein kalter Wein, der hat etwas, keine Wärme, Nee, Wärme hat er sondern keine. aber. Wird auch schlank. Aber das ist sicher Holz, was ausbaut. Das ist so ein ruhiger Typ, den du eigentlich im Stahl gar nicht kriegst, habe ich so den Eindruck.
Das steht auch drin, dass es ein bisschen so einen leichten Dieses, Holzgeschmack hat. was es nicht dieses Stahlige hat, sondern was Holz, was Warmes in. Was in der Struktur ein bisschen weicher ist. Genau, Ne? genau. Wobei das schon Nichts Schliff hat, ne? Zerfließendes, Genau, genau. das ist nicht so, dass da die Konturen aufgeweicht werden. Ganz und gar nicht. Nur ein ganz anderer Stil als der Wein Ja, vorher. überhaupt kein Vergleich. Für mich deutlich zu niedrig bewertet gerade. Weil er viel Nachdruck hat, weil er viel Substanz hat, auch wenn er ganz schlank wirkt dabei. Das ist ziemlich elegant. Ist sehr ruhiger Vertreter, der so, ja, wirklich so in sich ruht. Oder? Ja, auf jeden Fall. Er wirkt auch auf mich sehr jung. Ja, so war ich auch Ja, ich gedanklich gebe ihm sehr 90. gut. Ja. Also das ist schon ein ziemlich schöner Wein. Schön ist Sicher das nicht, Richtige. ja, aber das ist so ein Understatement. Das ist nicht everybody's darling. Das hat keine knallige Frucht oder sowas, aber das ist wirklich sowas, ja, so ein in sich ruhender Charakterkopf. Und wie wir es vorhin hatten, sicher ein toller Essensbegleiter. Ah ja, okay. Das ist Christmann. Das ist der Deidesheimer Langenmorgen. Kann man so lesen? Ja. Jetzt. Es geht dann oft so mit Christmannweinen, dass die erst mit Luft so langsam mal So, zeigen, was sie können. und jetzt muss ich nur kurz mal aufpassen. Okay, dann machen wir jetzt mal, was meinst du denn, den wir jetzt zum zweiten Mal reinstellen Den sollen? später. Gut. Den machen wir erst ein paar andere in der Klasse. So, dann 238809. Und möglichst so, dass ich es nicht weiß, wann er kommt. Nein. Es hat auch so einen ganz leicht holzig wirkenden Ton. Also wir sind weit entfernt von Barrikholz oder sonst so Quatsch, sondern einfach, man merkt halt, der Wein scheint aus dem Holzfass gekommen zu sein. Manchmal täuscht die Hefe das ein bisschen vor. Aber hier wirkt es schon so. Doch so einen ruhigen Wurzelgemüseton mit drin. Ja. Aber auch so Sehr ein, ja, auch so ein zurückhaltend. ruhiger Typ. Zu blöd zum Tippen. Wirklich ein bisschen Butter und Vanille mit drin. Findest du, das ist grünapfelige, das hat er auch. Ja, das kann Das ich. ist ganz deutlich. Ja, ein bisschen hell, floral in allen Dingen. Hat auch nicht viel Dunkles an sich, ne? Das ist eher so ein heller Typ, oder? Ja. Wie siehst du das? Also ich finde, er ist nicht ganz, also für mich jetzt nicht ganz einfach, ihn zu umreißen. Er wirkt, ich habe mir zuerst gedacht, er wirkt etwas gedeckt in der Nase, Na, ganz leicht tut er das auch. zurückhaltend. Dann, er ist noch so, ja, der Gerbstoff deckt ihn noch zu. Länge hat er, Stimmt. weshalb ich jetzt auch so punktemäßig, ich denke, jetzt im Moment kann er nicht mehr, Finde ich auch hat nicht. aber das Potenzial zu mehr später. Ja, schauen wir es ihm rein. Bist du da bei mir? Ich weiß genau, warum du auf die Idee kommst. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich würde es,
Ich würde ihm jetzt nicht auf Verdacht mehr geben. Das Nein, wäre nein, nein, blöd. auf keinen Fall. Also das geht auch im Moment nicht. Also, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, mehr wird er wahrscheinlich nicht können. Aber Okay. kann mich natürlich Gut. halten. Ah, Vizritter, Ungsteiner Herrenberg. Dazu muss man jetzt aber schon sagen, dass Vizritter lange Jahre so ein bisschen austauschbare, immer so ein bisschen süßliche, geradlinige Weine gemacht hat. Und die haben deutlich an Charakter gewonnen. Also wenn das der Weg ist, den die in Zukunft beschreiten, dann kommt da noch was. Gut. 2, 3, 8, 8, 6, 7. Geschliffen, kühl. Oh ja. Was ist denn das? Das Fenchel oder nach was riecht es? Nee, das ist was anderes. Naja, so ein angeschmorter Ja. Fenchel. So einen ganz, ganz eigenen vegetabilen Fenchelsamen, Ton. ja. Ja. Vielleicht angerösteter Fenchelsamen. Das finde ich eben nicht ganz. Gerade die Samen hätte ich eher nicht. Das bleibt so ein bisschen auf der gemüsigen Seite. So völlig anders als das, was wir bislang Ja. hatten. Wobei ich habe schon auch was Nussiges. Also ich, weshalb ich jetzt bei den Samen was Nussiges, was, Das ist schlank. Es hat relativ viel Süße. Wirkt eher wieder sehr hell mit einer, fast mit Stachel ist es Saar. Ja, warte mal, das kann schon sein, ja. Ja. Also, Diese komischen Stachelbeernoten, die hast du fast nur da oben. Stachelbeeren, findest du nicht, dass er fast etwas auch Dunkelbeeriges hat? Weil du Naja, das eher bei das, dem Hellen naja. Aber und das ist ich ja habe. in den Stachelbeeren schon ein bisschen drin. Diese zupackende Säure, die da drin steht, hat sich mittlerweile gut Ja, eingebrannt. finde ich auch. Ja, aber insgesamt vom Stil her hat er wirklich So grundsätzlich ja, aber ich gebe dir recht, dass dieser Bärenton ganz leicht ins Dunkle er ist recht lang, changiert. saftig und Naja, lang. sag ja, da hat sich die Säure auch gut eingebunden. Das war einseitiger gestern. Hat auch so ein, da ist denn so was Florales so drüber, was ihn so leichtfüßig erscheinen lässt. Was hat er denn? Ich habe hier lauter überhaupt keine Werte, wie viel Alkohol. Vielleicht kannst es ja meistens nicht gut schmecken. Das Weil hat auf mich hat ist irgendwelche das was 12. sehr, sehr Ja, leichtfüßiges. das hat nicht viel Alkohol. Und es schmeckt halt sehr nach Saar. Ja, also es Ja, gehen ist wir eben schon, einen mehr. bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt tatsächlich genau Saar ist, muss ich gestehen. Wollen wir sehen? Mosel, aber Saar. Ah, Ockfener Bockstein, das ist Saar, ja. Das ist St. Obernshof, Nick Weiß. Ockfener Bockstein. Er hat ja nicht nur Lagen an der Saar, er selber ist ja in Leiven daheim, also an der Mittelmosel. Aber das ist Saar. Wie gesagt, auch eindeutig zu schmecken.
0123 88 29. Ja, und es kommt mir sehr floral vor jetzt. Süßer wirkend, ein bisschen gedeckter. Kommt an den Vorgänger nicht ganz ran. Gut, dann war's das. Ach, das ist der, den wir schon mal haben. Nee, das stimmt schon. Das ist ein bisschen antrocknend und das ist ein bisschen rauer, ja, und ein bisschen bitterer. Ja. Da reichen die 88. Das ist gut. Ja. Keine Frage, bei mir kann es nicht. Hatten wir vorhin schon mal und nochmal zurückgestellt. Das ist Oppenheimer Herrenberg vom Rappenhof. So, 239081. Ja, ist das zu. Und hefig und ein bisschen so spontan Gärnoten drin. Aber ziemlich fest. Richtig. Für mich die komplexeste Nase bis jetzt. Spannend. Auch am Gaumen. Ein bisschen Süße, aber die hat er gut eingebunden. So ein bisschen Kandis. Aber dann eine richtig schillernde Würze von Kräutern und Mineralik. Und schillernd ist gut. Ja, ja. Mich erinnert er an. Kann man das so reinschauen? Helle Kirsche. Boah, und dann die Würze im Abgang. Ja, das reicht nicht. Nee. Das ist immer ein bisschen zu niedrig. Echt unterschätzt. Das sind ja 91 oder 92. Richtig. Willst du ihn später nochmal? Ja. Also wir machen das Ganze in zwei genau, hast Aufzügen. Ja, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich wusste, ich wollte vorher noch was sagen, habe es dann vergessen. Wir machen zwei Videos heute. Eins bis 90 Punkte und eins für Weine über 90 Punkte. So haben wir eine Pause und ihr halt eben auch. Also ich gebe dem jetzt mal 91 und wir sehen, aber es könnte für zwei auch reichen. Was war das eigentlich? Kuhn. Oh, Philipp Kuhn. Ja. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass der so strahlend sein kann. Das war der noch nie. Okay. 2389001. Also wir zeigen ihn es nicht, weil wir ihn später eh zeigen. Es wirkt ein bisschen eingemacht, fruchtig dagegen. Oh ja. Ja? Kartiert, eingemacht. Ein bisschen Konservenobst. Ah, ja, das steht exotisch, ja, Maracuja. Und aber auch altmodisch, ne? Am Gaumen merkst du es total. Das ist viel dicker in der Aromatik, wieder eingemacht, fruchtig. Hat wieder einen deutlich merklichen Zucker, so ein bisschen eine plakative Exotik. Ich bin sicher, dass das vielen Leuten unheimlich schmeckt, weil das halt so eingängig ist und so nach Fruchtsaft schmeckt. Ist ein bisschen gemein, weil er hat ja Struktur auch. Aber da merkst du den Unterschied zum anderen. Der anderen war so viel feiner und vielschichtiger. Und das ist halt ein bisschen, das überfährt einen halt. Ja. Ich finde auch dieses Dosenobst trifft es schon. Ja, ja. Der hat so eine Mineralik, die fast so einen metallischen
Hat. Also da ist es das Äußerste. Es sind eher 8. Ist das Ja. fast ein bisschen zu plakativ für höhere Weine. Wie gesagt, schmecken wir das vielen Leuten. Aber das sind also auch die Weine, die im Alter dann so ein bisschen ausladend, ein bisschen lätschert, ein bisschen zerfahren schmecken. Ja, also es Das, weil diese halt plakativ überreife Frucht sich halt so hin entwickelt, das strafft sich in der Regel nicht. Weil das ja auch noch Monstersäure hat und einen Gerbstoff auch. Also gut. Niersteiner Pettental von der Domäne Oppenheim. Komm, stell scharf, du Strolch. Normalerweise hilft Schimpfen. Ja, hilft auch diesmal. Gut. 239215. Wirkt ziemlich zugedeckt, fest, herb. Hefig, deutlich hefig. Ja. Ich habe jetzt dieses Heilfloral, was eh schon steht. Sehr erdig auch, oder? Du hast das Bild von heller Erde eigentlich richtig vor dir. Saftig, ein bisschen süß. Ja, aber das ist auch so ein bisschen eingemacht fruchtig, aber es hat mehr Schliff als der Vorgänger. Ziemlich fruchtig. Ja, Stecke ich dunkel denn das im hin? Abgang. Ja, das ist ja fast schon. Also ich will nicht schwarzer Pfeffer sagen, aber es ist wirklich etwas, was Jetzt hast du so es aber gar nicht gesagt. in dieser, ja, gar nicht in dieser helle Aromatik ist plötzlich im Ja, Abgang etwas Dunkles, stimmt. was ihm ja schon auch den Pep gibt. Ist richtig. Trotzdem ist es halt, es bleibt halt auch so ein bisschen in dieser eingemacht fruchtigen Geschichte, oder? Auch das hat so ein kleines bisschen Dosen für Anders, sich. Nicht anders, so plakativ wie der anders, andere. ja. Er hat was Tänzelndes. Der andere hat er Ja. auch etwas Behäbiges. Stimmt, das hat er nicht. Aber trotzdem finde ich, dass er da gut steht. Sehr gut, ja. Gut. Hätte ein bisschen länger reifen können. Aber die steht da gut. Sind wir rein an der Mosel? Ja, sind wir an der Mosel. Das ist Granz Fassian. Dron Hofberg. Nee, der Droner Hofberg. Ich glaube, es gibt den Dron Hofberg auch noch. Also, Fruchtliebhaber mögen sowas schon sehr. Das hat ja Eleganz auch. Das ist schon gut. 239071. Also wenn du diesen laut machst, dann gefällt es dir. Ja, das hast du ganz gut erkannt. Vor allem, ich hab hier ein Gewürz in der Nase, von dem ich nicht weiß, wo ich es hinstecken soll. Das hat sowas, ja, sowas wirklich. Frische Muskatnuss, wenn du so eine ganz Muskatnuss ist frische gar nicht Reben, schlecht. also nicht wirklich dieses Pulver, sondern wenn du das, also Aber nicht vielleicht eine nur, es sind ja Muskat. so gelbe Blüten und sowas. Also, Butterblumen. das ist mir zu banal. Ja, aber mit Muskat, Also nicht so da bist du schon gar klassisch, nicht was so man so schlecht. Muskatnuss nennt, aber Ja, ich so weiß schon, eine. was du sagen willst. Du hast ja recht. Nein, aber es hat für mich auch so wirklich so eine gelbe Würze drin. Also ich weiß nicht, was zu so Kurkuma oder irgend sowas in der Art. Weißt du, was ich meine? Ja, Kurkuma ist, glaube ich, nicht schlecht. Ist das wieder Mosel? Nein. Nicht? Ist das Pfalz? Nein, ja. Echt?
Hätte ich jetzt aufgrund dieser Art Würze nicht gedacht. Ich finde ihn auch komplex. Ja, klar. Bislang roch ich ja nur dran. Ich hätte ihm auch am Gaumen an die Mosel gesteckt. Das ist schon interessant, wie man da manchmal daneben liegen kann, weil er so kühl ist und so fein eigentlich. Also er ist sehr Er hat wenig keinen Zucker. entwickelt, wie du hier schreibst, im Mund. Steht ja schon da. Der wirkt so kühl und so eigentlich leichtfüßig, oder? Genau, Also, das das ist. steckst du eigentlich nicht in den Pfalz. Ja, gestern, ich habe es reingeschrieben, angedeutet schweflig. Das ist eigentlich weg. Der war gestern zugedeckt. Ich finde das deutlich besser als gestern. Also da bin ich auch eher bei 91. Ich finde ihn in der Nase jetzt auch so weißerdig, vielleicht sogar was an Schalentiere Ja, erinnert. genau. Naja, so. Das schmeckt so, wie man sich skelettreichen Boden vorstellt. Ne? Also das ist wirklich dieses kalkig, muschelige. So schmeckt's. Hinten raus merkst du den Schwefel schon ein bisschen, aber das ist schon Jedenfalls gut. schon, Vor allem, schmeckt schon groß. wie gesagt, das hat null Zucker. Ach, dann ist es wieder cool. Ja. Also der hat vielleicht sich gewandelt. Super. Also den stellen wir auch noch mal, oder? Oh ja, 91. Wenn es langt. Das hat ja wirklich Zug, ne? Ja. Und auch elegant. Ja, stell nochmal rein. Das schauen wir uns nochmal an. Ja, gleich im Kühlschrank ist gescheiter. Also da staunt man nicht schlecht. Diese Kuhns. Das wäre ein richtiger Charakter. Köpfe. 239079. Fest, kühl und floral, ja, genau. Kräuterig. Auch deutlich kühl, genau, steht ja Ja. schon da. Ganz geschliffen, kühl und ziemlich fein. Bisschen Nussig im Gaumen. Ja, steht drin. Ganz leichtes phenolisches Bitter hat er. Also ganz helle, kalkige Mineralik. Ja. Das ist oft so, dass so diese Kalkweine, das, also wenn es einer ist, dass die sich im ersten Moment so unnahbar präsentieren und dann immer besser werden. Denn auch das ist für mich keine 89, das sind für mich auch schon wieder 91. Das ist eine Kalklage, ist das Kaltstadt, ist das Saumagen oder sowas? Das hatten wir vorher. Also wir haben hier, sage ich jetzt auch wieder Kuhn, Steinbuckel. Ich kann es jetzt Puh, nicht sagen, was. ich auch nicht auswendig. Also er wirkt kalkiger als der vorherige. Nur bei der Saumagen, deswegen war der Tipp, ja wirklich reiner Kalk ist. Aber. Das ist schon gut, mein lieber Schwan. Tja. Ach so, ja, aber das merken wir uns. Wir haben sie ja jetzt alle auf
91, aber das habe ich mir gedacht, dass wir die dann bei der zweiten Runde richtig aufstellen. Also das macht mir richtig Spaß, was die da gerade machen. Was ist die eher, wenn das cool ist. Ja, schön. Ganz kühl, straff, mineralisch, elegant. Hat einen unheimlichen Zug. Kann Stellst du ich das weg? zeigen? Ja. Okay. Dann machen wir jetzt hier 2, 3, 8, 9, 8, 9. So, dann darfst du hier schon mal Rumlabern, meinst du? genau. Aha. Oh, ziemlich hefig verschlossen. Ganz deutlich von der Hefe geprägt, dadurch auch ein bisschen nussig. Fest, Kräuternoten, ganz, ganz verhaltene Frucht. Gibt noch ganz wenig her, zeigt aber schon diese Tiefe. Deutlich mehr Süße. Auch ein bisschen eingemacht wirkend und ein bisschen so gelbgewürzig. Wieder so ein bisschen Kurkuma oder Curry oder sowas in der Art. Ich bin jetzt gerade sogar bei der Nase. Ich bin etwas später dazu gekommen. Ach. Es ist sogar mehr Steinobst als Zitrus. Also Ja, ich es ist inzwischen so, ja. so Weinbergs, Pfirsich, sowas Weißpfirsich, weißfleischiger Pfirsich. Ja, wirklich, Weinbergspfirsich, ne? Würde für Mosel sprechen. Ja, sehr gut. Ist stimmig, in sich stimmig. Das ist das, was mir zu dem Wein einfällt. Was mir da ein bisschen auffällt, ist, das wirkt wärmer als viele Pfälzer, so paradox das klingt. Und das ist ein bisschen karamellig. Ja, und hat so ein bisschen auch so diesen süßen Saft von eingemachten Pfirsichen, weißt du, das ist ein bisschen gezuckerte. Ja, Weißt du, was ich meine? ja. Kann ich meinen Sohn nicht abgewöhnen. Aber so schmeckt's. Und ich finde es gut und es steht da ganz gut, aber mehr kann es für mich nicht. Weil dazu müsste es doch noch eine Spur Es, feiner wir und tiefer sind sein. ja jetzt Wir sind schon bei schon. 90, also das ist alles gut. Ja, Aber richtig. mehr, wieder Fruchttrinker, das Trinken, das ist wunderbar. Das ist Ach, es macht balanciert, das Spaß, macht Spaß, ja. das hat Saft, das ist brillant, oder zumindest ganz, ganz glasklar. Das ist ein schöner Wein. Ja. Das ist nicht Mosel. Ach ja, Pfalz. Ach, habe ich Mosel gesagt? Schmeckt Das aber wie hast du Mosel. gesagt. Ich habe nichts gesagt. Na, du hast mir recht Hallo? gegeben. Tasche, ja, wie immer. Ich habe Man dir kann einfach sich's nichts. nicht vorstellen, aber Oh, jetzt will er komm schon schon. mal schimpfen. Das ist Jetzt. Dürkheimer, na, Ungsteiner Heimberg. Von Karl Schäfer. Das ist ganz komisch. Karl Schäfer war früher der so diese ganz kargen Weine gemacht hat. Jetzt wird's fruchtiger. Interessant. Der geht in die andere Richtung. Das schmeckt wie Mosel. Unglaublich. Tja. 2, 3, 9, 2, 4, 1. Hauptsache, wir setzen uns in die Nesseln. Du. Ja. Oh. Okay, wir brauchen. Fahrrad Ganz hinten weg. anders. Ja, total. Das ist eine ganz gewaltige Spontinase. Da merkt man ein bisschen den Schwefel, ganz viel Oha. Hefe. Springt einen richtig an.
ist richtig. Für mich aber auch etwas Dunkelbeeriges. Ich weiß nicht, ob das jetzt eher so auf der dunkler Stein oder dunkle Beeren. Oder ist das mit dem, also es ist auch schon noch unruhig Ich bin mir schwefelig. nicht sicher, ob das nicht einfach diese Hefe macht, die auch so ein bisschen ins Tabakige gehen kann und so diese dunkle Würze dadurch mitbringt. Ich bin mir echt nicht sicher, Okay. ob das Boden auch sein kann. Floral. Es ist sehr unruhig. Also das ist noch derzeit die ganze Zeit Ja, es ist anbrennt. total unruhig. Aber es ist halt auch schon tief und komplex. Es hat auch so einen Hauch. So Passionsfrucht oder Maracuja, das hat ja so einen dunklen Ton mit drin in dem Aromaspektrum. Ziemlich reif, ein bisschen warm wirkend. Bisschen süßlich, aber ziemlich mürber Gerbstoff drin. Den merkt man schon. Und dann, das stimmt schon. Du merkst es auch hier deutlich. Dieses mineralische Fundament, das ist schon ein bisschen dunkel. Hast du recht. Ah, da steht sogar drin. Naja. Das wirkt, wie soll ich das sagen? Da fällt mir gerade der richtige Begriff nicht ein. Weil es ein bisschen wärmer ist und ein bisschen eine aromatische Schwere hat. Der Wein an sich ist nicht schwer, aber diese Aromatik ist ein Okay, bisschen verstehe getragen. das, was man Weißt du, so, was ich meine? ja, was man von einem Parfum, manche Blüten können schwerer, Genau, so meine ich das. Wobei das schon Frische auch hat und Saft und Komplexität und ziemlich reif, fruchtig. Ist für mich ein Grenzfall zwischen 90 und Ja, 91. ich kann ich gut, also gut nachvollziehen. Müssen wir mal aufpassen, weil wir keine Fruchtfreaks sind, ob wir das dann auch fair behandeln. Würde mal sagen, das sind die Gewürze. Also ich finde den Wein sehr gewürzig. Ich bin jetzt fast bei Nelken. Bisschen was hat er davon, ja? Wobei eher frische sind als getrocknete, oder? Interessant. Ich habe sowas wie Hyazinth Okay, oder sowas in diese Richtung. verstehe. Also schon auch dunkle Blüten. Ne? Nicht nur helle, sondern so. Also aufgrund seiner Vielschichtigkeit würde ich 91 geben. Gut. Sag mal. Ah, Ogfener Bockstein. Wir sind wieder an der Saar. Von Otte Graf. Wäre ich nicht drauf kommen. 23 9211. Kühl, so ist es säuerlich. Bisschen Wurzelgemüse. Ich finde ihn etwas Ja,
ein bisschen So dieses, floral. wenn das, was man so phenolisch riechen kann, das ist ja immer so. Hat der da auch. Und so einen komischen, oder seinen eigenwilligen Speckton. Ziemlich süß. Süß, ein bisschen warm. Wirklich, so Speckpflaumen. So schmeckt der ein bisschen. Das ist für mich echt deutlich. Sogar von seinen Gerbstoffen, dieses Mürbe, was ja Speckpflaumen auch haben. Aber das hat er ganz deutlich. Das ist Man, wieder da so ein hinten Wein, raus der fast so ein Hunger bisschen macht. Röstung. Ja. So was Gebratenes da hinten raus. Ganz eigen. Die Frage ist aber, die 90 kann. Da bin ich mir Die nämlich nicht kann er ganz sicher. nicht. Ja? Also ich habe zuerst in der Nase gedacht, ah, oh, nee, kann er nicht. Aber ich finde, er hat schon einen Mund, eine Länge, eine Tiefe, eine, die Ja, zu Recht. da, also das wäre gemein. Ich empfinde halt diese doch merkliche Süße im Moment schon noch ein bisschen aufdringlich. Ich bin mir nicht sicher, ob die nicht irgendwann mit der Reife dafür sorgt, dass das alles ein bisschen zerfließt. Vor allem, weil das ja wirklich hochreife Frucht ist. Ja, er hat schon Griff und Spannung auch. Ja, lassen wir ihm die 90. Solange du nicht für mehr plädierst, kann ich damit leben. Das ist die Leibener Laurentiuslei Mittelmosel von Granz Fassian. Zwei, Ein bisschen drei. Zimt hinten los. 9, 3, 1, 6. Oder ein Mantel, so ein Spekulatiuston. Ja, aber das hatte ich sogar bei dem Wein vorher, dass ich also gar an so Lebkuchengewürze gedacht habe, als ich die Nelken sagte. Oh. Floral, kräuterig, irgendwas so leicht getrocknetes. Ja, aber ich Steht komme noch ja auch nicht. da. Aber Fein. da ist noch was drin, was mir nicht einfällt. Ja, und zwar ein bisschen grüne Peperoni. So frische. Das nachvollziehen. Diese ganz Ja. leichte grüne Schärfe. Und was hältst du von zum Beispiel die Schoten von Erbsen? Ich hatte jetzt. Naja, schotig ist es, aber es ist mir zu scharf für Erbsen. Ach so. Oh, ich liebe grüne Nein, mir gefällt das jetzt Peperoni. auch wirklich. Das nimmt dann ja ein. Das hat ja eine Helligkeit und Frische und was Ja. Kühles. Ich habe aber auch was Florales. Ja, doch, steht da. Sehr gut. Dunkle Beeren habe ich auch. Auch wieder ordentlich Zucker. Schmeckt ja fast halbtrocken, aber das stört da nicht, weil das so einen Schliff hat. Und wieder diese leicht grüne Schärfe und wirklich straffen Körper. Also, ich würde mal sagen, das reicht nicht. Echt? Da bin ich mir nicht sicher, ob es mir tief und komplex genug ist. Ich finde das schon sehr schön, aber kann es? Kann er wirklich mehr? Ich finde ihn so stimmig. Ja, das
Grünpfeffrig finde ich gut, Ja, ja. grüner Der Pfeffer. hat so ein Leitaroma, was ihn auch so besonders Bin macht. Und ich bin komplett bei dir. die Aber wir sind 90 ja schon muss bei man wegen der 90. Substanz haben. Und dann muss man noch ein bisschen was drauflegen. Das hat er jetzt. Findest du? Ja. Sticht heraus aus dem Ganzen. Nachdem ich weiß, dass man deinem Gefühl meistens trauen kann. Habe ich einen Punkt gut? Das Mosel, oder? Ja, und ich bin da, also für den hätte ich mich jetzt echt schon sehr stark eingesetzt. Oh! Na gut, teuer genug wäre. Das ist Bernkasteller Doktor von Wegeler. 238701. Mosel natürlich. Haben wir, glaube ich, drauf gestanden. Also. Okay, sehr kühl. Kühl gedeckt, wurzelgemüsig und er hat fast was, so was weiß-fleischiges. Kann ich Ja? sogar nachvollziehen, ja. So ein bisschen Kokova. Oder Ah, ich habe jetzt Sehricht ich, gegessen. ja, So ich ein wollte jetzt frischer. auch gerade, ich wollte eher auf Seeteufel oder sowas hinaus. So ein Sizilianische festes Art weißes Fleisch. mit Zitrone, bisschen Olivenöl, Hör auf, hör Semmelbrösel. auf. Ich krieg Hunger. Da hat es so was Festfleischiges wie der Wein, was sehr fest Ja, ist. genau. Das ist wirklich so. Oh la Und die Zitrone ist natürlich auch dabei. la. Ja. Und zwar allerbester Güte. Das stimmt. Also. Ja, es hat was Nobles, das ist richtig. Oh. Wunderschön. Oh. Das ist Christmann, oder? Ja, wunderschön. Ja, der hat so diese Zitronenbutternoten. Es ist so ein bisschen, ja, ein bisschen biologischer Säureabbau. Und Oh. das ist wirklich Fisch mit Zitrone. Das schmeckt ja auch nach Eiweiß. Ist halt ganz, ganz eigen. Das schmeckt den meisten Leuten ja nicht, weil es halt Echt, überhaupt meinst keine du? Frucht hat, eigentlich. Meinst du? Außer diesen drüber gestreuten Zitruston. Und der Rest ist wirklich richtig hefig, mandelig, nussig, eiweißartig. Ich finde Boah, das das so, ist, so gut es gebaut. wird ein Ja, er wird. Riesenbegleiter zu erstklassigem Fisch oder sowas sein. Aber das wird den meisten Leuten, den Riesling-Freaks, nicht schmecken, weil es halt überhaupt nicht fruchtig ist. Aber gar nicht. Es hat keinen Zucker, es hat keine Frucht. Aber es ist toll. Das ist richtig gut, ja. Will man gar nicht. Das kannst kauen. Ja, genau. Diese Struktur ist Und da kriegst du phänomenal, richtig Hunger. ja. Und Salz und Salz und Salz. So, und jetzt lasse ich dich sagen, Anja bringt diesen Wein zum Kühlschrank. Ja, sieh eh. Den stellen wir bei 92 nochmal rein. Okay, also dann ändern wir das vielleicht, weil bis jetzt hatten wir.
Wie erklärt man das den Leuten, wie das wirklich schmeckt? Selber probieren. Salbei hat er auch. Also das ist, glaube ich, also für mich ist es die Struktur, die diesen Wein so wirklich zu etwas so Besonderem macht. Ja. Wie soll ich das schreiben? Kann man das so schreiben? Ich glaube, das braucht man mittlerweile, Nimmer sage ich schreiben, mal. meinst dass den Leuten nicht erklären, dass da eigentlich überhaupt keine Frucht drin ist? Nein. Ja, aber es ist ja immer mehr. Das, also Okay, ich dadurch könnte werden mir sie auch später immer noch ernsthafte. überlegen. Genau, wir haben ihn ja nochmal. 2, 3, 8, 9, 9, 1. Aber ich muss sagen, Jetzt lass mich bloß meine Tastatur nicht ruiniert haben. Also, wenn jetzt nur noch Busch, achso, das sieht man da außen ja nicht. Aber wir sind eh zu schnell, oder? Es macht ja nichts, wenn wir ein bisschen trödeln. ich finde den Flight, also oder die Verkostung unglaublich abwechslungsreich. Das ist schön, dass du ein bisschen zwischenmoderierst. Ja, ich muss das jetzt retten, weil sonst habe ich Haben irgendwann wir eigentlich die richtige Nummer? nur noch Buchstaben. Weiß ich nicht. Ja. Das liegt daran, dass ich dir zuhöre. Ja, es gibt noch Männer, die zuhören. So, ich hoffe jetzt einmal, das langt. Also gut. Oh. So, noch ein bisschen unruhig und spontan, Gerrit, habe ich so den Eindruck. Noch geht's. Auch bei mir eher Steinobst als Zitrus. Ich finde, es ist sehr, Echt? Also das Erste, naja, was ich habe, gut, ist wirklich gut. so Grapefruit. Ja, okay, gut, Ganz doll, das Grapefruit, ist das aber es Erste, was ist kommt. nicht wirklich zitronig. Also es ist eher, ja, Grapefruit. Schreiben wir es halt so rein. Jetzt kommt die Sonne rum. Was Nussiges, du schreibst was Kandis. Ja, man kann auch wirklich kandierte Nüsse sagen, oder? Ja, also ich habe so Walnüsse. So frisch geknackt. Schreien das rein. Ziemlich reife Frucht, ein bisschen kandiert. Ganz leicht süßlich. Etwas Wärme. Der Gerbstoff eher mürb. Das ist schon auf der reiferen Seite. Was Saft zum Hauch, so Orangenmarmelade. Steht, glaube ich, gut da. Finde ich auch. Es ist, zack, die sind komisch dieses Jahr. Das ist wieder Karl Schäfer. Also man erinnert sich wieder der früher Ich habe ihn als sehr säure so karg und wahrgenommen. herb und was weiß ich was. Und jetzt ist er eher deutlich gefälliger, fruchtiger als früher. Das ist ein ganz, ganz anderer Stil jetzt. 239061. Und so ein bisschen eingemacht und kandiert wirkend. Oh, das ist ganz anders. Kühl, geschliffen, Sehr überzeugend. fein,
Das Rheinfront. Oder? Rheinfront, Ja, Rheinhessen ja, auf vorne jeden an Fall. Ja. Nierstein. Ja. Ja, hier bin Ja, klar, Nierstein. ich. Ist das ein Teil von Nierstein? Nierstein. Ja, das ist so geschliffen und kühl, das kann nur Gunderloch sein, das ist ganz klar. Ganz fein, ganz unaufdringlich, dennoch komplex. Mit tollen kräuterigen Da Aromen. kommt fast die, also vor Freude, Tränen. Also es ist schon sehr schön. Und so ganz zarte, helle, florale Töne. Das ist so ein Wein, kannst du das nachvollziehen, so ein bisschen zum Versinken? Also man versinkt in so einem Wein, weil er einfach auch die Tiefe hat. Aber auch Ja. etwas so Verspieltes, was unglaublich charmant ist. Verspielt sowieso. Wie so sehr gute Kräutermischungen auch irgendwie in der Nase. Und Aber dann diese Mineralik, das ist so ein Fundament. Gerbstoff, den kannst du kauen, aber ja, von ganz und ist feiner trotzdem reif. Struktur. Komisch, der wirkte bei der ersten Probe süßer als jetzt. Mittlerweile haben die ganzen herben Töne die Überhand gewonnen. Vor allem, der wirkt gegen die Vorgänger wirklich nusstrocken. Sehr schön. Manchmal stößt man wirklich an die Grenzen dessen, Das ist die wie man Beschreibung. sowas beschreiben kann. Es ist einfach sowas Leichtfüßiges, Transparentes und gleichzeitig Komplexes und Tiefes hat. Dabei fehlt ihm vielleicht die allerletzte Substanz für ganz, ganz hohe Wein, aber es ist so, es ist einfach richtig, es ist eine Schönheit. Ja. Er hat so was Graziles, aber auch. Das schreiben wir auch rein. Das ist gut. Das stimmt nämlich genau. Es ist wirklich grazil. Da wird man nicht ewig drauf warten müssen, bis man den trinken kann. Das wird einen Man kann es mit Riesenspaß machen. Freude machen. Ja, also das ist wirklich sehr schön. Niersteiner Hipping, Gunderloch. Hat ja auch nur 12% Alkohol. 2390 30. Fest, noch ein bisschen verschlossen. Ich habe auch wieder fast so was angebraten, weiß-fleischiges Und ich habe Algensalat. da drin. Algen ist gar nicht schlecht. Es ist Eiweiß dann auch. Okay. Deutlich wärmer ist der Vorgänger. Ganz, ganz anderer Stil. Aber auch was, also der Abgang ist Na, das ist salzig. in der Nase schon tief. Der hat so einen Furztrocken. Spannungsbogen. Der kommt so leise daher und dann gibt er nochmal so richtig schön Gas.
Mosel, oder? Das ist Reinhold Hart. Ja, so ist es. Hart hat sich völlig verabschiedet von dem, wie man normalerweise an der Mosel Wein macht. Alles, was er da gemacht hat, hat unter 2 Gramm Restzucker. Es ist vollkommen restlos trocken. Aber es hat Biss und Zug, der zeigt, dass es so halt da geht. Es braucht einfach keinen Schmeichelzucker, um selbst an der Mosel großen trockenen Wein zu machen. Ja, absolut. Toll. Was meinst du punktemäßig? Ja. Weil da sitze ich jetzt da und überlege, es fällt mir bei dem Wein. Okay. Schon einer mehr. Ach, aber das will man trinken. Also wir als Non-Dosage Champagner-Schnauzen mögen sowas sehr. Tiefe, Biss. Und trotzdem super balanciert. Ah, da hat man Lust weiterzugehen. Also, das ist Theo Hartz, Peacebotter Grafenberg, großes Gewächs. Das kennt man noch gar nicht, den Grafenberg. Ich wüsste jetzt auswendig auch nicht genau, wo er liegt. 238865. Naja, und meine Moselfahrt steht sowieso an. Wie deine. Habe ich denn da einen unbrauchbaren Punkt drin? Das hat so ein bisschen so Noten von grünem Speck. Oder? Ja, ich also grüner Speck heißt weißer Speck, also der ohne Fleischanteil heißt grüner Speck. So ein bisschen riecht es. Da hat irgendwer ein bisschen Rosmarin und sowas drauf fallen lassen auf den Speck. Sehr, auch sehr, sehr kräuterig. Ja, hat es. Hattest. Und wenn du Rosmarin sagst, dann ist das auch nicht irgendwie ein Basilikum, sowas ganz frischkräuteriges, sondern schon eher so fast schon harzig. Ein bisschen harzig. Ist gar nicht so schlecht, ist harzig, das stimmt. Und Dunkelbeeren stehen ja sowieso schon drin. Irgendwer hat es schon mal probiert, der weiß, wovon er redet. Ja, da habe ich ja auch den Eindruck. Jetzt sind wir wieder bei Zucker. Es ist viel süßer als der andere. Ja. Ist aber wieder Mosel, oder? Ja, also Saar. Saar, naja. Das ist schon gut. Aber es ist halt viel, viel süßer. Aber trotzdem, bei dieser Kühle und dem Schliff, den der Wein hat, passt die Süße ja trotzdem hin. Ich hätte da nie trocken draufschreiben, sondern lieber feinherb. Aber der Wein ist stimmig. Du kannst nicht meckern eigentlich, gell? Nein, ich meckere ja nie. Da sage ich jetzt nichts dazu. Aber der steht da gut. Finde ich auch. Also das macht schon Spaß. Das ist ein bisschen so eingemachte Frucht. Es ist ziemlich saftig. Die Süße ist eingebunden. Es hat eine schöne Säure. Es hat auch Gerbstoffgriff. Es hat wieder diese leichten Provence-Kräuter. Das ist ganz auffällig, ne? Oder? Das ist da. Ja. Das wird sicher gut reifen. Ja. Ja, das macht schon viel Spaß. Was haben wir? Ah, Nick Weiss wieder. Diesmal Saarpfalzer. Großes Gewächs. Wie der Name sagt, Saar. Was mir auffällt, vom Nick Weiss haben wir von der Saarweine, aber von seinen Mittelmoselweinen haben wir da offensichtlich nichts. Gut, das war
die erste Runde. Wir werden ein paar Weine aus dieser Runde noch in der nächsten sehen. Das sind die, die wir hochgestellt haben. Das war jetzt die kürzere Variante, so leid es uns tut. Die wirklich ganz großen, ganz starken Weine, die kommen Gleich. gleich. Wir machen ein kurzes Päuschen. Verschnaufen. Bitte auch verschnaufen. Einmal ganz kurz ums Eck. Wir sind gleich wieder da und dann dauert es nochmal 2 Stunden. Also bis dahin.